Hi meine Lieben, ich wünsche euch erstmal einen schönen zweiten Advent. Einen schönen besinnlichen zweiten Advent. Heute möchte ich euch meine derzeit liebsten Top- und Flop-Produkte zeigen. Die Neuigkeiten bzw. zwei kleine Sachen aus meinem Shop, die ich total meine persönlichen Highlights, also meine persönlichen Top-Favoriten sind. Und ja, die möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen vorab. Und zwar einmal dieses schöne Armband hier. Ein bisschen so Tiffany-Style. Mit silbernen metallischen Kugeln und einem Herzchen. Das ist mehr so Rosé-Gold. Und da steht drauf, ich hoffe man kann das erkennen, Made with Love. Einmal in Khaki. Mit so einem schönen Strass. Dann in die finde ich persönlich am allercoolsten in Pink. Die sieht so richtig, richtig schön aus. Und einmal in Grau. Und geliefert werden übrigens alle Schmuckteile, egal ob Ketten, Uhren oder sowas, immer in diesen kleinen Organza-Beuteln. Also schon direkt als Geschenk verpackt. So, dann geht's auch schon los mit den Top-Drogerie-Produkten. Und zwar muss ich erstmal etwas revidieren. Und zwar habe ich in meinem letzten Top- und Flop-Produkt-Video den Multicolor-Kompaktpuder von Catrice als Flop-Produkt bezeichnet, weil mir der Geruch nicht gefallen hat. Das ist dieser hier. Und ich muss dahingehend meine Meinung revidieren, dass ich weiß nicht, ob ich da gerade meinen Eisprung hatte und hormonell durcheinander war, dass meine Geruchsnerven durcheinander gewesen sind. Aber mittlerweile mag ich den Duft. Ich weiß auch, vor einem Monat hätte ich mich bekotzen können und heute mag ich den Duft schon wieder. Ein weiteres Top-Produkt ist von P2, der Snow-like Highlighter aus der aktuellen LE. Den trage ich heute auch. Hier, hier und hier. Weil der sieht so unscheinbar aus und man hat da leider keine Tester. Und deswegen werden vielleicht viele den nicht kaufen, weil der einfach so langweilig aussieht. Aber wenn man den swatchen könnte, seht ihr das, wirklich ein ganz, ganz, ganz wunderschöner Highlighter. Dann habe ich hier von Essence den Go Snow Cream Powder, Cream to Powder Blush. Der ist vom letzten Winter noch. So sieht er aus. Und den finde ich echt so toll. Und trage ich auch heute. Und liebes Essence Team, wenn ihr das seht, dann bringt doch mal ein paar Cream Blushes raus, die sind echt toll. Auch fürs Standardsortiment werden die nicht schlecht. Ich finde die wirklich, wirklich schön. Dann meine absoluten Lieblinge sind immer noch die Lidschatten von Essence aus der Fairy Tale LE. Ich habe mir noch den gekauft, den Tinker's Dress. Und ich finde den so schön. Und so, ich gebe zu, einen Tick hier habe ich auch von dem drauf. Und auf den Augenlidern. Also ich habe mich heute nur mit den beiden Farben geschminkt. Wie ihr sehen könnt, also das Tinker's Dress auf dem beweglichen Lid. Und in der Lidfalte habe ich den Welcome to Wonderland. Das ist dieser hier. In diesem schönen, zarten Lila. Und die haben so ein... Mach mal, jetzt fokussiere schon. Und die haben so einen schönen Schimmer. Ich bin da total verliebt. Ich bin echt so total auf dem Schimmer-Glimmer-Trip Make-up-technisch momentan und kann da echt gar nicht genug Glitzer haben. Dann habe ich mir, wollte ich mir meine Essence Multi-Action Mascara wieder kaufen, aber die war leider ausverkauft. Und deswegen habe ich mal zu der False Lashes Mascara gegriffen und bin ich auch zufrieden mit. Die Bürste ist ein bisschen größer,
als die von der normalen Multi-Action, aber trotzdem bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich zoome euch mal ran, denn ich habe die heute auch benutzt. Also, es sieht jetzt nicht so aus, als hätte ich falsche Wimpern drauf. Aber die Wimpern sind nicht so hart. Ich hasse es, wenn die Wimpern so total hart und steif werden. Sie sind immer noch schön flexibel. Es bröselt nicht, es bröckelt nicht, es hält lange. Man kann die schön aufbauen und sie werden nicht verklumpt. So, dann habe ich mir ein Parfum gekauft aus der Drogerie. Das Kylie Minogue Pink Sparkle. Das sieht so aus. Also das ist eine ganz kleine Flasche, wie ihr sehen könnt. 15 Milliliter, also es ist wirklich wenig. Hat gekostet, ich glaube, 12 Euro oder so. Und ich habe mir das nur gekauft, weil es eine Parfum-Empfehlung aus der Insta gewesen ist. Und ich wollte unbedingt ein neues Parfum kaufen. Und dann stand ich dann da bei Müller. Aber die hatten keinen Tester davon. Und in der Beschreibung von der InStyle, die stand eben, dass es so schön ein weiblicher Abendduft ist, der nach Grapefruit und Champagner riecht, nach Pink Grapefruit und Champagner. Und das fand ich eben so eine interessante Kombination. Ja, jetzt kommen wir zu dem einzigen Flop-Produkt, das ich habe. Zwei Flop-Produkte. Und zwar gab es einen kleinen Aufsteller von Florenz bei DM. Und da gab es diverse Glitterleine, Nagellacke und diese Lidschatten-Quads. Und ich fand das hier sehr, sehr schön. Also die Farben finde ich super toll. Also gekostet haben die nur 1,79 €. Aber das heißt ja nichts. Meine Elf-Produkte kosten auch 1,79 € und sind super. Essensprodukte sind manchmal auch nicht teurer und sind auch hervorragend. Naja, jedenfalls kann ich euch ja mal zeigen. Ich swatche euch jetzt mal das Weiß. Das ist ein kräftiger Swatch. Also ich habe richtig kräftig gerubbelt. Richtig kräftig aufgetragen. Schöne dunkle Blau, was ich so traumhaft finde. Das. Und das ist auch schon kräftig aufgetragen. Also wenn ihr glaubt, ihr macht da voll das Superschnäppchen, kann ich euch davon nur abraten. Die sind jetzt nicht so besonders gut. Dann habt ihr mich ganz oft gefragt nach dem blauen Glitter-Eyeliner, der ja an den Essence oder P2, an den P2 Wimpern dabei ist. Und weil so viele danach gefragt haben, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem guten blauen Glitter-Liner. Und von Florenz gab es da jetzt eben auch einen. Und in der Packung sieht der ja wunderschön aus. Ebenfalls 1,79 € kosten die. Und naja, ist leider auch nicht so toll. Aber ich habe einen guten für euch gefunden. Und zwar der von Sleek. Sieht so aus und der kostet allerdings, ich glaube, ich weiß es nicht genau, 5-6 €, aber der ist wirklich super. Ich habe euch die auch geswatcht. So, der obere ist der von Florenz und der ist von Sleek. So, und dann kommen wir zu meinen Top-Produkten, die nicht aus der Drogerie sind, sondern von Avon. Ja, ich habe nämlich einen ganz großen Einkauf gemacht bei Avon. Und ich finde ja immer noch nach wie vor, dass Avon die allerbesten Produkte macht, wenn es um Haut- und Haarpflege geht. Und ich habe mir diesmal gekauft von Avon das Winter Warms Warm and Welcoming Shower Gel. Sieht so aus, wie ihr seht, auch schon reichlich benutzt. Und das riecht so lecker nach Glühwein, wie Früchtepunsch. Irgendwie so eine Mischung. Auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Für meine Tochter so ein Spray für die Haare, weil sie hat sehr, sehr viele und sehr lange und sehr lockige Haare. Und nach dem Haarewaschen sprüht man das eben rein und dann werden die ganz toll und dann leicht kämmbar und so. Und das ist ein absolutes Lieblingsprodukt, weil es so lecker riecht. Angeblich nach Wassermelone und Kiwi, aber ich finde, es riecht so nach Multivitamin und leicht mehr nach Banane irgendwie.
so total süß und lecker und ja, die Wirkung ist auch davon total toll. So sieht das aus. Dann für die Gesichtsreinigung benutze ich immer das Eye Make-up Remover Lotion von Avon hier. Das ist für mich der beste Augen-Make-up-Entferner, den es gibt. Und dann benutze ich von Avon immer von Clear Skin Blackhead Clearing, ein Gesichtswasser mit 2,0% Salicylsäure, was auch immer das ist. Und ja, es ist sehr konzentriert, sage ich mal. Also das ist ein Anti-Mitesser-Gesichtswasser und das kann ich auch bestätigen. Wenn man das eine Woche jeden Tag benutzt, sieht man, wie die Mitesser wirklich verschwinden. Dann an Gesichtspflegecremes benutze ich von Solution Day die Complete Balance Tagespflege. Das ist eine Feuchtigkeitspflege für Mischhaut, die mattierend in der T-Zone ist, aber feuchtigkeitsspendend im restlichen Gesicht. Und für mich die beste Tagespflege, die es gibt für Mischhaut. Für meine Augen benutze ich die Ageless Solution Plus Augenpflege. Und die ist echt absolut genial. Meine Mutter kritisiert mich immer und die sagt, oh, guck mal hier, du hast hier schon so Trockenheitsfältchen. Und seitdem ich das benutze, habe ich die nicht mehr. Also wirklich ein wirklich, wirklich tolles Produkt. Dann habe ich mir noch 3 Body Lotions bestellt. Beziehungsweise 2 habe ich bestellt und 1 gab es gratis dazu, weil ich so viel bestellt habe. Und zwar einmal die Body Lotion 24 Stunden Hydra Firming Body Lotion, okay, ja, bla. So eine große Pulle, da sind drin 400 ml, also schön große Flasche. Und das ist eine ganz, ganz tolle Body Lotion. Also ich mag den Duft total gerne. Der ist jetzt nicht frisch, aber so, soll ich sagen, cremig. Aber für Leute, so Freaks, die auf Düfte so abfahren, kann ich echt nur diese beiden Produkte empfehlen. Das ist einmal von Avon Naturals, Coconut und Lemongrass Hand- und Body Lotion. Ja, und die riecht so göttlich. Vordergründig erstmal, klar, nach Kokosnuss, aber dann im Abgang, wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, also der Nachduft, also zuerst nicht mal die Kokosnuss und dann so danach dieses frische Zitronengras, das ist wirklich ein absoluter Knüller. Und zwar ist das von Avon Naturals die Black Cherry und Walnuss Body Joghurt Lotion. Also es heißt nicht Lotion, sondern Joghurt und es kommt auch in so einem Joghurtbecher. So sieht das aus. Sieht auch aus wie Joghurt. Und es riecht so göttlich. Es riecht wirklich wie ein Kirschjoghurt. Also so Joghurt frisch und dann so total süß nach diesen schönen leckeren Kirschen. Und die Pflegewirkung ist auch total schön. Es ist ein bisschen fester als eine Lotion, aber nicht ganz so kompakt wie eine Butter. Oh, das ist gar keine Walnuss. Das ist eine Muskatnuss, Entschuldigung. Und gekauft habe ich das alles in einem Online-Shop. Eigentlich kann man sich Avon-Tanten auch nach Hause kommen lassen, also direkt zu einem nach Hause. Und dann bestellt man bei ihnen die Produkte und dann kommt sie nochmal wieder. Beziehungsweise werden euch dann die Produkte zugeschickt. Aber ich habe das nicht so gerne, wenn Leute bei mir im Wohnzimmer sitzen und mir was verkaufen wollen. Deswegen mache ich das lieber online. Und der beste Avon Online-Shop, den ich gefunden habe, ist der premium-beautyshop.de. Ich verlinke euch das natürlich nochmal in der Infobox. Ja, guckt euch auf jeden Fall mal die Avon-Produkte an. Und ganz besonders die Solution Hautpflege und die Clear Skin Gesichtsreinigung und die Avon Naturals Produkte, die sind alle absoluter Wahnsinn. Also ich bin davon total begeistert und werde dabei immer bleiben. So ist das für meine Haut das Allerbeste.
Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Ich kuschel mich jetzt mit meiner Fluse aufs Sofa und bis ganz bald.